Mahlzeit, ihr Schlawiner, hier ist wieder Knochen. Heute fliege ich die Firebrand TF Mark 4, Mark 4, wie auch immer. Das ist also ein Jagdbomber bzw. Marinejäger, wie man auch sehen kann, unschwer erkennen kann. Das hat ein relativ großes Teil, aber nicht so groß wie Bomber oder Schlachtflugzeug. Ich habe 4 20mm Hispano MGs an Bord und im Moment 250 Kilo Bomben, 500 Kilo Bombenlast und was hat der da? Das irritiert mich, was auch immer. Interessiert keinen. Wir haben, wie man oben sieht, 800 Schuss, also effektiv natürlich 200 Feuerstöße bei 4 MGs. Es ist schon relativ spät, ich sollte eigentlich mittlerweile langsam im Bett sein, weil ich hier auf der Arbeit muss. Aber egal, das Video wollte ich noch machen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich hier mitten im Domination Match gelandet bin. Und das Problem bei dem Flugzeug ist, wenn sich jemand hinter einsetzt, dann kriegt man den nicht los. Den kriegt man echt nicht mehr los, kannst du vergessen. Und im Arcade ist es ja so, das ist jetzt nicht gerade hier der umgänglichste Modus. Da ich die anderen jetzt nicht so häufig spiele, weiß ich nicht, wie es da ist, aber hier ist es so, dass die Leute einem nicht helfen. Ich hatte mehrere hinter mir, bin in meine Gruppe geflogen, wo wirklich, weiß ich nicht, 8 Leute oder so unterwegs sind. Ey, glaubst du, da hat einer mal versucht, den irgendwie abzufangen? Na, kannst du vergessen. Also wurde ich dann natürlich auch irgendwann zerschossen und musste dazu sehen, wie ich klarkomme. Und ich sag mal so, ich bin nicht gut klargekommen. Lange war es nicht mehr. So, ich habe eine Nachladezeit von ungefähr 30 Sekunden, glaube ich. War das hier mittlerweile, also im Moment. Vielleicht die P61 oder so. Und die zwei Bomben würde ich ausklinken, wenn ich merke. Oh. Wenn ich merke, dass eine Jack kommt, und das ist doch lächerlich. Echt diese Jacks. So ein lächerlicher Scheiß. Vor allen Dingen so wie der fliegt. Teilweise hat man das Gefühl, die haben zielsuchende Munition. Wirklich abartig lächerlich. Ey, ich könnte mich aufregen, aber ich lasse es einfach, weil es lohnt nicht, wenn man kurz davor steht, ins Bett zu gehen. Aber es ist wirklich abartig lächerlich. Ich will eigentlich eine Killcam. Ich will eine Killcam für diesen verkackten Modus hier. Ich will eine Killcam für Flugzeuge im Allgemeinen. Ich will sehen, wie ist das Projektil geflogen und wie ist es eingeschlagen. Weil man hat hier echt das Gefühl, das ist zielsuchende Munition und die können 5 Kilometer von an einen wegfliegen oder vorbeifliegen und die schießen dann trotzdem ab. Verkackten Bomben aus hier. Also wirklich eigentlich lächerlich. Wo ist denn der Fixer jetzt? Naja, wie auch immer. Ist halt schwierig auch mit so einem klobigen Flugzeug. Jetzt, exakt. Kein Treffer, aber er hat mich schon ein bisschen angeraucht hier. Ein zerstört, ich muss den nächsten auch noch fliegen. Und die zweiten, okay, immerhin. Und oh! Da war der nächste. Also, es ist ziemlich gut, wenn jemand vor einem fliegt, solange, wenn hinter einem jemand fliegt, wie gesagt, man kriegt ihn nicht mehr los. Dann ist das Flugzeug einfach nicht wendig genug. Ich werde verfolgt, ich sehe das. Ich werde verfolgt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, zu meinen Leuten zu kommen. Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist also ein ziemlich gutes Intermezzo immer hier, gerade in Domination Matches. Oder wenn so ein Jack-Abschaum-Drecks-Hurenvieh, ja, muss man sagen, da wirklich im absolut schrägsten Winkel 180 Grad an einem vorbeifliegt und die Kugel dann halt ja, einfach um die Ecke fliegt. Ist halt so, der Projektil, das mache ich damit. So, also ich habe jetzt 2 Kills in relativ kurzer Zeit, aber wie gesagt, das funktioniert auch nur, solange einen keiner irgendwie beobachtet oder keiner irgendwie aufmerksam wird auf einem. Jetzt frage ich mich auch natürlich gerade, warum gehe ich hier mit Bomber rein, aber dann fällt mir auf, ich habe ja auch nichts Besseres. Und der Sterling, den habe ich leider erst gekauft, der ist auch noch nicht so prickelnd jetzt. Das ist schon wieder. Oh Mann, ey. Wenn ich Leute in russischen Flugzeugen sehe, da fällt mir gar nicht mehr zu ein. Nicht in diesem Spiel. So, ich muss tief gehen, sonst treffe ich einfach überhaupt nichts.
Und ja, meistens ist ja die Russen eh nur irgendwas abfarmen. Ich denke nicht, dass ich noch rüber, aber ich kann jetzt versuchen, hier zu rüber zu fliegen. Ich kann versuchen, jetzt rüber zu fliegen. Ich sollte vielleicht den Kollegen da beschützen, aber eigentlich kann ich nicht viel machen. Denn die Schützen hier, die Bordschützen an der Sterling, die sind auch nicht aufzupickeln. Ich meine, ich habe die Op-Elite trotz allem. Reißen sie nicht allzu viel gerade. Alles wirklich teppichmäßig zu bomben. Scheißegal, komm, ich mal weg. Vier Stück weg. Und werde natürlich verfolgt. Denn die Leute denken sich, sind wir so ein Russe hinter mir. Sag mal nichts zu. Die denken sich natürlich, oh, ein Bomber, oh, easy target. Und da haben sie auch recht. Also die Bomber sind eigentlich im Spiel momentan für den Arsch. Die einzigen, die noch ein bisschen was können, das sind die amerikanischen Bomber. Einfach weil die Feuerkraft viel krasser ist. Ich meine, die haben teilweise auch eine relativ gute Feuerkraft, aber wie hat man das Gefühl, dass gerade wenn es nicht amerikanisch ist, die Schützen einfach vollkommen verpennt und überhaupt nichts kriegen. So, mit dem Teil hier ist natürlich jetzt auch ein Problem. Ist ja wohl offensichtlich eher zu Panzerzerstörung oder so gedacht. Oder hier um Schiffe zu beschießen. Und das kann ich natürlich nicht hier. Und da mal ein Flugzeug abzuschießen, da muss es schon wirklich ein sehr großes Flugzeug sein. Und am besten gerade irgendwie eine Kurve fliegen oder sowas. Wo man wirklich schön die Flügel so zeigen. Damit man halt eine bessere Angriffsfläche hat, weil ansonsten trifft man nichts. Was soll man hier am Abschießen? Also ein Ishak auf jeden Fall nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Ishak damit abgeschossen habe. Ich habe wenig Flugzeuge damit abgeschossen, das meiste waren irgendwie andere Schlachtflugzeuge oder Bomber. Ich glaube, ich habe mal eine P-63 abgeschossen damit. Ist aber auch schon ein bisschen her, eine Woche oder so. Weil in letzter Zeit bin ich sehr viel mit Panzern unterwegs gewesen. Ist halt auch blöd für ein Domination-Match, sind all diese Flugzeuge überhaupt nicht geeignet. Das ist noch Air Domination, ja. Kaut da drüben, verrecke. Verrecke, ich hoffe, du verbrennst in deinem Wrack da unten. Jetzt kann ich hier auch nur dumm rumkrauchen. Im Prinzip bin ich hier viel langsamer unterwegs. Die Firefly hat er ja zumindest noch. Eine Spitzengeschwindigkeit auch. Spitzengeschwindigkeit von ja über 670 km/h. Aber das jetzt hier ist natürlich ein bisschen blöder. Okay, ich werde mal. Jetzt ist gerade ein kleiner Vorteil von mir, dass ich hinter denen bin. Aber der wird wohl nicht lange bleiben. Und meine Munition ist auch schnell aufgebraucht, vor allem wenn ich ihn treffe. Und jetzt treffen wir hier irgendwie. Irgendwen. Ja, fast nicht möglich. So kann man auf jeden Fall keinen treffen. Ich werde hier auch wahrscheinlich niemanden treffen. Ja, echt nervig. Nervig! Aber dafür werde ich ordentlich von hinten beschossen. So muss das. So mag es ja geneigte Spieler hier. So. Und kann das Flugzeug eigentlich kaum noch steuern. Oh Gott, gut, ich weiß, ich bin ein bisschen eingerostet, aber teilweise, also alle Matches waren heute komplett lächerlich. Und dann hast du diesen Abschaum hinter dir, ja, der dir echt die Rosette auslecken will, direkt nach dem Scheißen. Ja, so, ich kann noch fliegen, aber was mache ich jetzt? Ich werde erstmal nachladen. Ja nur schlappe 50 Sekunden. Zerschossen das auch schon ist hier alles. Wahnsinn. Das erinnert mich an diese Filme, wo die einfach durch den Kopf geschossen werden und dann halt ein riesen Loch ist, wo dann jemand durchguckt oder so. Genau so sieht's aus hier. Das sieht natürlich auch ziemlich fetzig aus eigentlich.
gibt noch so ein bisschen Blut hier am Piloten. Eben nur zu sehen, dass ich irgendwie wieder ins Match komme, aber ich glaube, das hat sich hier eigentlich erledigt. Asymmetrische Klappensteuerung. Ey, wie viel kann ja gar nicht sein? Kann ja gar nicht sein. Wollen wir alle weggeschossen wurden hier? So. Eigentlich vollkommen unsinnig. Wenn ich wüsste, ich kriege damit auf jeden Fall Panzer zerschossen und das ist eben nicht der Fall, dann würde ich ja runtergehen und Bodeneinheiten machen, aber. Ne, ey, ich glaube, das kann ich mir nicht sparen. Ja, komm. Wir lassen uns mal zerlegen von der Ishak. Was mit unserem anderen Gesocks hier gleich vorbeizieht. Ich kann das Ding nicht mehr treffen. Und der fliegt auf jeden Fall weiter, oder? Fliegt der weiter? Ne, der ist weg. Besser ist er. Gut, mach einfach mal noch eine Runde. Hoffentlich kein Air Domination Match oder so. So, also noch eine Runde. Das sieht ja richtig gut aus. Was machen wir hier wohl? Nicht viel. Welche Karte sind wir denn eigentlich? Großer Fluss. Ach, die muss neu sein. Die kenne ich überhaupt nicht. Frontlinie, großer Fluss. Das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Oder ich bin schon ein bisschen verpeilt und habe vergessen, dass ich die eigentlich kenne. Die Runde eben haben wir noch gewonnen. Wir haben tatsächlich letzten Endes noch alle drei Basen eingenommen. Natürlich schon ziemlich cool dann. Ich könnte jetzt runterstürzen und mir die Handschuhe greifen. Ehrlich gesagt, würde ich das auch gerne. Muss ich mal zugeben. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, ich sehe die P39 da. Aber gut, die P39 ist natürlich schon ein Gegner, aber. Weg. P61. Bisschen Gas geben hier. Ich würde mal davon ausgehen, dass die P61 mich verfolgt. Die Bomben müssen raus. Ja, und er verfolgt mich. Er will mich auf jeden Fall kriegen, dieser kleine Lurch. Nein, 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 nein. Ich sag's ja. Was willst du machen, wenn du so einen Abschaum hinter dir hast? Wirklich so ein Dreckvieh. Hurenscheiß. Du kriegst doch den nie von der Backe. Nie. Guck ihn dir an mit seinem hässlichen Pimmelflugzeug hier. Aber okay. Könnte jetzt mein Vorteil sein, denn eigentlich müsste ich jetzt hinter ihn. Weil der weg ist. Die Bomben bringen ja eigentlich überhaupt nichts. Ich hätte sie rausnehmen sollen. Hätte ich machen können. Ja, habe ich aber nicht. Und natürlich denke ich mir jetzt, Wichser, du brauchst ein paar in die Fresse. Guter Spieler, der mich abgeschossen hat, du brauchst ein paar in die Fresse. So, also will ich natürlich auch rüber jetzt. Ist ja irgendwie logisch, ne? Außerdem will man natürlich auch seine Rache kriegen. Ich denke mal, der Typ braucht Hilfe. Jesus! Abschusshilfe! Wo sind die anderen? Jetzt fressen wir. So muss die, komm mal her hier. Oh, ein Key. Ich versuch's mal. Ja, ich glaube, das wird überhaupt nichts. Scheiße, ey, eigentlich. Das ist blöd, ich muss wieder hoch. Und der Lappen lässt sich da feiern, oder was? Komm mal, du Arschloch.
Ich meine, wenn ich jetzt einen hole, wird mich der andere auch auf jeden Fall kriegen. Das ist eine klare Sache, klar wie Kloßbrühe. Vor allem darf ich nicht vergessen, ich verliere unheimlich an Geschwindigkeit, aber... Trotzdem, er ist weg. Ich fühle mich schon ein bisschen besser jetzt. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Das war natürlich taktisch absolut unklug, aber irgendwie kommen einfach keine vernünftigen Karten, wo ich so eine Flugzeug vernünftig einsetzen kann. Das sind alles so Karten, wo sich immer so eine Cluster bilden. Und klar, Head-On jetzt mit der P61 hier, weil es ist so clever, aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Jetzt könnte ich versuchen, noch ein bisschen was mit der Sterling zu reißen. Ich muss dazu sagen, obwohl es wahrscheinlich nicht allzu viel ausmacht, der Flugzeug ist noch nicht komplett fett modifiziert. Und dann bin ich die Sterling hier. Eigentlich ist das echt beschissener Anflugwinkel hier. Jetzt kommt er mit der B25, der holt sich nur diese schweren Dinger raus hier oder was? Was für ein Lappen, ey. Hinter oder über mir. Bis auf die Spalte jetzt jedenfalls nichts. Vielleicht mal einfach hier Carpet-Bombing-mäßig versuchen, noch ein paar Bodeneinheiten wegzureißen. Ich werde jetzt wirklich einfach mal alles abdrücken hier. Die werden voll daneben gehen, weil ich einfach ein typisches Winkel gerade drauf habe. Aber ist egal, ich drücke mal alles jetzt hier so in diesem Bereich raus. Ich weiß eigentlich gar nicht, das würde mich mal interessieren. Mich würde mal interessieren. Die Jack verfolgt den auch. Oder Jack, ich sag mal Jack. Mich würde interessieren, was habe ich für eine Rotorbrücke, was habe ich für eine Frontbewaffnung? Also wie effektiv ist die? Das konnte ich bisher noch gar nicht ausprobieren. Dazu muss ich natürlich erstmal ein bisschen näher rankommen hier. Noch eine Bodeneinheit zerstört. Ja, das ergibt schon Sinn. Ein bisschen Carpet-Bombing. Über mir ist niemand. Gucken wie die. Okay, noch eine P63, ich versuche näher zu kommen. Kommt sie aber offensichtlich nicht. Oder hoffentlich nicht. So, sie kommt näher. Niemand verfolgt ihn, oder was? Niemand verfolgt ihn. Also er wird verfolgt, aber... Jetzt wäre ich auch noch langsamer, aufgrund der Bombenlast. Und ich hoffe, dass der Kollege hinter mir den zerschießen kann. Komisch, ich werde beschossen und sehe diesen Ficker einfach nicht. Was ist denn das mit der Karte hier, ey? Ich muss ab. Natürlich! Natürlich! Ich mich würde echt interessieren, ob jetzt wirklich so ein irgendwelche Hacker-Scheiße hier wieder unterwegs ist. Ich meine, davon reden in letzter Zeit unheimlich viele Leute. Vorstellen kann ich mir nicht wirklich, aber. Ich sag ja, diese B25, lächerlich eigentlich. Eigentlich wirklich lächerlich. Da kann jeder Vollhorst rein in das Teil, ne? Und ihm passiert überhaupt nichts. Gut, ich flieg aber nochmal. Das Sterling. Oh Gott, weil den Typen hasse ich jetzt. Der kann ja eigentlich nichts. Ich meine, sagen wir mal, ich wäre scheiße. Ich bin nicht wirklich scheiße, ich bin einfach hier nur gerade richtig eingerostet. Also, wenn man jetzt sagen würde, ich kann nichts, dann kann der Typ eigentlich noch weniger, steht aber besser da, einfach weil er alles Mögliche wegrotzen kann mit seinen übermächtigen Flugzeugen. Ist ja wirklich so. Ich habe 2 Kills, ey. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter?
dann kommt er wieder rüber geflogen, wie einer mit, als hätte er sonst was für dicke Eier. Ja, komm mal rüber. Misty, schwules Vieh. Wirklich, das Kappe aber vom Allerfeinsten. Ich hab ja noch ein bisschen was hier. Dieses Dreck Muttervieh, ey, wirklich. Ja gut, ist ja auch nur ein Spieler. Die 2C geht schon runter. Und oh Gott. F6F. Ah, ja, Bock drauf, du. Das Blöde, ich habe nur 4 Schützen. Ich könnte natürlich jetzt unten versuchen reinzufliegen, aber es ist natürlich blöd. Meine Überlebenszeit wird wohl relativ kurz sein. Ich versuche trotzdem mal. Versuch einfach mal. Oh ja, ich höre es, ich höre es. So fliegt man natürlich nicht. Oh, okay, die haben die B25 runtergerotzt. Was hatten der da gerade? Waren das Raketen? Ich glaube, der hat gerade Raketen ausgeweiert. Mit Raketen, ey. Wo sind wir denn hier? Okay, das hat er sich schon gegriffen da. So, die letzten 5 knall ich hier raus. Zack, 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 zack. Und jetzt darf ich wieder 50 Sekunden warten. Oh Gott, diese Bogfighter. Schütze ausgeschaltet. Ich sag ja, jeder Rotzlappen kann einfach den runterballern hier. Jetzt gehe ich mal mit dem Scheißteil rein. Oh Gott, Alter, das ist ja echt heftig. Aber wirklich, ich kenne die Karte wirklich nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Also jetzt schon mehrfach aufgefallen. Die war hier noch nie. Muss also eine neue Karte sein. Also zumindest für mich eine neue. Für alle anderen ist sie schon eine Woche alt, aber. Oder zwei? Na, eher eine Woche, ne? Sowjetkommander! Die fliegen immer nur diese Scheißdinger. Ich werde versuchen, bei meinen Leuten zu bleiben. Ich habe vorhin leider 2 Teamkills gemacht, weil ich einfach draufgehalten habe wie ein Wahnsinniger. Wäre es natürlich gewesen. Mal richtig schön gelackt, aber es ist etwas einfacher, wenn sie. Ja, für sowas ist das gedacht. Für sowas. Ja, für so ein Flugzeug gedacht. Also rein vom Technischen her. Natürlich kann das jedes andere Flugzeug auch, aber so wurde es sich erdacht. Bunker weg, genug. Eher nicht. Offensichtlich. Ich denke auch nicht, dass ich schaffe. Ich will mal gucken, ob das feiern wird. Ja, gar keinen Bock drauf gehabt, okay. So, jetzt bin ich hier gratis Kanonenfutter. Yep, komm. Komm, schieß mich kaputt. Ah, du Held. Boah, Hengst. Wow. Das war natürlich clever. Du kriegst keiner einen Kill. Also für mich ist das gut, ne? Weil Sowjetkommander mich einfach abgerammt hat. Wirklich herrlich. So, wir gucken mal kurz, was der Kollege macht. Ja. Donier Brisco.
Also nicht Brisco, also Hans-Ulrich Rudel. Wie oft sehe ich jetzt diese Rudel mit irgendwie Unterstrich vor dem L oder jetzt mit der 3 dazwischen? Alle denken, sie sind hier das Fliegerass. Hans-Ulrich Rudel Kanonenvogel. Was macht der irgendwo wieder nach hinten? Ich will mal kurz in die Stats gucken. Oh Gott, das ist echt mies. Aber gut, schämen tue ich mich auch nicht, weil mit solchen klobigen Flugzeugen ist auch kein Wunder. Nur, das ist trotzdem ganz schön. Warte mal, ich bin hier. Das Match kann sich natürlich noch ewig hinziehen. Oh, du bist nicht. Kann sich natürlich noch ewig hinziehen. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Gib mir noch mal ein paar Tipps. Gib mir doch mal ein paar Tipps. Ihr seid doch als Programmer. Wie oft sehe ich dann wie so, oh Gott, du spielst scheiße. Okay, nicht direkt bei mir, aber bei mir. Also ich streite mich eher mit Leuten. Dann kriege ich immer wieder eine Chatsperre oder so. Aber ja, gib mir noch mal ein paar Tipps. Wie kann man solche Flugzeuge, wie kann man verhindern, dass die sich hinter einem setzen? Oder was macht man? Genau, das würde mich eher interessieren. Was macht man, wenn die hinter einem sind? Wenn die sich hinter einem gesetzt haben, wie kriegt man sie wieder von der Backe? Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Wie gesagt, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.